Oder die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, bevor ich zur Kritik des Gesetzes komme, will ich schon noch mal eins deutlich sagen. Das ist kein Gesetz, was in die Diktatur führt. Und wer das behauptet, verhöhnt die Opfer von Diktaturen, die gefoltert, geknechtet und ermordet wurden. So weit unten darf man nicht ankommen. Meine Damen und Herren, nun zum Gesetz, was wir ablehnen werden. Denn ich will das noch mal deutlich sagen, diese Bundesregierung hat den Sommer verpennt. Sie hätte Zeit gehabt, hier Analyse vorzulegen. Das hat sie nicht getan. Und ja, das Verfahren, Kollege Grosse-Brümmer, ist zulässig. Politisch klug ist es in diesen Zeiten nicht. Und der Bundestag ist, Frau Bundeskanzlerin, kein Bremsklotz, den man mal hier nach Gutdünken mal mit Anwesenheit beglücken kann oder nicht, sondern er ist zentral für die Meinungsfindung und für die Nachvollziehbarkeit der Pandemiebekämpfung, liebe Kolleginnen und Kollegen, um das klar zu sagen. Denn die überwältigende Mehrheit der Menschen zeigt ja ein solidarisches Grundverhalten jeden Tag, jedes Wochenende. Und ohne die wird es nicht laufen. Und deswegen finde ich eine gewisse, wenn man so will, fast schon monarchische Züge nach den MPKs, wird also verkündet, was jetzt passiert. Das ist der Sache nicht angemessen. Und damit verspielt man Akzeptanz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, in der Tat, es gibt gute Verbesserungen, die Sie vorgelegt haben, beispielsweise, dass die Gästelisten aus Restaurants natürlich nur zur Bekämpfung der Pandemie nutzbar gemacht werden dürfen. Das ist richtig. Dass mehr Begründung eingefordert wird, ist richtig. Und auch, dass bundeseinheitliche Regelungen angestrebt werden, ist richtig. Aber ich will es auf einen Punkt bringen, warum man diesem Gesetz nicht zustimmen kann. Nämlich, das will ich ganz deutlich sagen, jeder Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, die so bitter erkämpft worden sind, die so unser Fundament ist, dass wir uns hier streiten können, bedarf der Debatte und Zustimmung oder Ablehnung des Bundestages. Und genau das ist nicht vorgesehen. Und deswegen kann man dem nicht zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch eine ganz demokratische Grundsatzfrage, dass natürlich eben nicht in einer Demokratie niemals Regierungen über solche massiven Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte entscheiden dürfen. Das ist nicht zulässig. Das muss hier geschehen, wenn überhaupt und wenn es notwendig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das will ich schon sagen. Sie kennen die Debatten, Sie kennen auch die aktuellen Einsbach-Zahlen, die Akzeptanz sinkt. Und deswegen ist es völlig entscheidend, und darauf will ich warnen, diese schreckliche Corona-Krise, die schon so viele Tote gefordert hat, müssen wir aufpassen, dass sie nicht zu einer schleichenden Demokratiekrise wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann hätten wir ein doppeltes Problem. Und deswegen ist es entscheidend, das ist ja auch in der Logik, sonst verstehen die Leute das doch auch nicht, wir brauchen bei allen Maßnahmen und auch bei den runden Ministerpräsidenten vorher hier eine Debatte, auch durch die Bundeskanzlerin, was sie dort verhandeln und was ihre Linie ist. Nur so geht es. Danach hier mal vorbeizukommen und das mal mitzuteilen, das kann doch nicht allen Ernstes sein. So geht es auf jeden Fall nicht. Jetzt wollen wir fragen, was bewegt eigentlich die Menschen, wenn man mit denen spricht, wenn man morgens zur Kita geht, da quatscht man mit den Eltern und so weiter und so fort. Was bewegt die Leute? Bewegen tut die Leute vor allem, ob die Maßnahmen, die in weiten Teilen natürlich auch richtig sind, eigentlich plausibel sind. Und nicht plausibel ist Folgendes. Es wird auf der einen Seite Kontaktbeschränkung gefordert und wird durchgesetzt. Und gleichzeitig gibt es allen Ernstes verkaufsoffene Sonntage. Das versteht doch wirklich kein Mensch mehr da draußen. Kinder sollen nur noch, so die Empfehlung, einen Freund treffen. Mal gucken, wie das überhaupt möglich ist, umzusetzen. Und gleichzeitig sehen die Leute, dass die Kinder mit 30 Kindern zusammen in der Grundschule morgen sitzen. Das ist doch nicht logisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch nicht verstanden wird, dass man 9 Milliarden Euro hier ruckzuck für die Lufthansa zur Verfügung stellt, aber 0 Milliarden Euro für ein bundesweites Luftfilterprogramm für die Schulklassen. Das versteht kein Mensch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch eins sagen, ein Ziel muss in den nächsten Tagen doch sein, dass jeder Schüler, jeder Lehrer, jede Pflegekraft so schnell ein Test bekommt und ein Testergebnis wie jeder Bundesligaspieler. Das müsste Ihre Aufgabe in dieser Woche sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte noch eine Anmerkung machen. In diesen wirklich schwierigen und auch schlimmen Zeiten, die uns ja auch Sorgen machen, wo man mit den Leuten spricht, die viel Angst haben, wie das weitergeht, wo Leute von ihrem wenigen Urlaub
freiwillig Urlaub nehmen, um eine Woche in Quarantäne zu gehen, damit sie ihre Eltern und Großeltern treffen dürfen. Da muss man ja mal dran erinnern, was Leute hier auf sich nehmen. Das, was Sie völlig verpennt haben, um das deutlich zu sagen, ist, und das wäre verantwortungsvoll gewesen, eine Zukunftsskizze, eine Perspektive für die Zeit nach der Pandemie hier einmal vorzustellen. Der Staat pfiff schon aus dem letzten Loch vor der Pandemie. Ministerpräsident Haseloff, in Sachsen-Anhalt gab es schon vor der Pandemie 2000 Lehrer zu wenig. Schon vor der Pandemie. Und jetzt wäre es doch mal eine Zusage, endlich umgehend die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens zu beenden. Umgehend eine Entprivatisierung der Krankenhäuser anzugehen. Die Marktlogik muss raus aus unserer Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch eins sagen, wenn man mit den Leuten spricht, fragen sie natürlich auch in den Gesprächen, wer bezahlt das alles? Das ist ja eine berechtigte Frage. Und in der Regel ist so, wenn man da fragt, was denkt ihr denn, wer das bezahlt? Da kommt die mittlerweile resignierte Antwort, es wird so sein wie immer. Wir kleinen Leute werden es bezahlen. Und deswegen wäre es ein richtiges Zeichen, hier im Bundestag endlich für die Milliardäre in diesem Land eine Vermögensabgabe zu beschließen, dass es nicht so läuft wie immer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Versprechen abzugeben, dass nach der Bundestagswahl und nach der Pandemie der Sozialstaat nicht weiter abgerissen wird, sondern im Gegenteil, dass er gestärkt wird, weil er Menschen Sicherheit gibt. Und wenn man das beherzigen würde, dann hätte man größere Akzeptanz, dann würde man die Leute einladen, für eine bessere Zukunft mitzumachen bei der Bekämpfung der Pandemie, und dann hätte man eine Chance auf eine solidarischere, eine gerechtere und eine viel lebenswertere Gesellschaft nach der Pandemie. Vielleicht könnte man so eine neue Zeit des Gemeinsamen hinbekommen. Das wäre angemessen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90 Die